dann können wir zum nächsten Tagesordnungspunkt gehen. Herr Schlörn, Sie sind schon bei den Startlöchern. Vielen Dank nochmal. Ja, vielen Dank, Herr Landrat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich muss jetzt leider etwas in die Niederungen der kommunalen Abfallwirtschaft entführen. Und Sie wissen, die kommunale Abfallwirtschaft ist seit 1. Januar 2011 in ein Kommunalunternehmen umorganisiert, in das KUFI, Kommunalunternehmen Umweltschutzfichtengebirge. Und wir sind eine Anstalt des öffentlichen Rechts und müssen insofern unsere eigenen Satzungen erlassen. Der Satzungserlass, der kann nicht einfach durch den Verwaltungsrat erfolgen, sondern der Verwaltungsrat muss entsprechend diese Satzungen vorberaten, dann muss der Kreistag zustimmen, beziehungsweise es muss dem Kreistag vorgelegt werden und dann kann letztendlich erst der Verwaltungsrat den Beschluss fassen. Wir haben Ihnen heute zwei Satzungen vorgelegt zur kommunalen Abfallwirtschaft. Einmal eine sogenannte Benutzungsordnung für die ganzen Einrichtungen der Abfallwirtschaft im Landkreis Wunsiedel. Die Einrichtungen, also alle Wertstoffhöfe, alle Kompostanlagen, die Deponien, all das muss in einer Benutzungsordnung reglementiert werden. Es gibt natürlich eine Benutzungsordnung, aber die stammt, ich glaube, aus dem Jahr 1988 zu Zeiten Christoph Schillers. Und da hat sich natürlich in der Zwischenzeit einiges geändert. Wir wollen das alles auf den neuesten Stand bringen und haben deshalb eine Benutzungsordnung erarbeitet, um dann auch rechtssicher unsere Anlagen betreiben zu können. Die zweite Satzung, das möchte ich jetzt gleich mal vorwegnehmen, die wir Ihnen vorlegen müssen, das ist die sogenannte Kostensatzung für Verwaltungshandlungen. Und um ein Missverständnis auszuräumen, das ich hier im Eingangsbereich festgestellt habe, es hat nichts mit der Gebührensatzung zu tun. Und die Kosten, die hier aufgeführt sind in der Kostensatzung, das sind Kosten, mit denen wird seit Jahren gearbeitet. Der Landkreis arbeitet ja mit einer Kostensatzung und mit einem Kostenverzeichnis und dieses wurde von uns übernommen, aber nicht eben eins zu eins, sondern wir haben diese Kostenliste, wenn Sie so wollen, exzertiert und haben sie auf das Kommunalunternehmen Umweltschutz Fichtelgebirge zugeschnitten. Sie haben diese beiden Satzungen vorgelegt bekommen. Im Weiteren wollen wir dann in den nächsten Monaten natürlich die eigentliche Abfallwirtschaftssatzung auch auf das Kommunalunternehmen zuschneiden. Da wollen wir aber warten, bis der aktuelle neue Entwurf des Bayerischen Landkreistages vorliegt. Der ist momentan in der Arbeit. Und dann natürlich wollen wir auch die Gebührensatzung auf das Kommunalunternehmen zuschneiden. Das werden dann die nächsten Schritte sein, die wir durchzuführen haben. Zur Benutzungsordnung grundsätzlich. In der Benutzungsordnung ist also geregelt, welche Anlagen betroffen sind. Wir haben auch hier die Erdauffüllung in Kirchenlamitz mit reingenommen. Natürlich ist es so, dass die Erdauffüllung in Kirchenlamitz, der jetzt Genehmigungsinhaber die Stadt Kirchenlamitz, aber wir betreiben das gemeinsam. Und es ist auch die Deponie Lengenau natürlich mit drin. Hier betreibt die Firma Spitzer aus Lengenau diese Deponie. Genehmigungsinhaber für diese Deponie ist aber der Landkreis und jetzt eben das Kommunalunternehmen Umweltschutz Fichtelgebirge. In dieser Satzung ist auch vorgesehen, dass man entsprechende Kontrollen durchführt. Wir müssen natürlich, wenn jemand auf den Werkstoff kommt, es muss möglich sein, Kontrollen durchzuführen. Und wenn uns jemand, ja, ich sage es mal ganz überspitzt, das ist nicht überspitzt, das ist ja schon passiert, Sprengstoff ablagert und man weiß, wer es ist, dann muss man einfach rechtssicher dagegen vorgehen können. Es ist nicht übertrieben, was ich Ihnen hier sage. Auch die ganzen Kompostanlagen sind in dieser Benutzungsordnung mit enthalten. Und es muss als Satzung erlassen werden, weil eben es eine Außenwirkung hat. Wir müssen die Anlieferer entsprechend kontrollieren und reglementieren. Und wenn man sich nicht daran hält, dann muss es auch möglich sein, dagegen vorzugehen. Zur Kostensatzung muss nicht so viel gesagt werden. Wie gesagt, wir haben nicht etwa irgendwelche Kostensätze verändert, sondern die sind eins zu eins aus dem Kostenverzeichnis der Kostensatzung des Landkreises übernommen. Wir haben nur die Punkte bzw. die Gegenstände, wie es im Rechtsdeutsch heißt, die Gegenstände übernommen, die für das Kommunalunternehmen wichtig sind.
Und die haben wir in einem eigenen Kostenverzeichnis zusammengestellt. Und diese beiden Unterlagen haben wir Ihnen jetzt zur Kenntnis genommen bzw. auch zur Diskussion vorgelegt, damit der Verwaltungsrat in seiner nächsten Sitzung die Satzungen abschließend beschließen kann. Und wir beabsichtigen, dass diese Satzungen dann zum 1. Juni oder zum 1. Juli 2012 in Kraft treten. Soweit meine Ausführungen. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es dazu Fragen, Kommentare? Das ist nicht der Fall. Ja, bitte. Ich nehme es ja nur zur Kenntnis. Also zu sagen habe ich ja eh nichts. Das ist jetzt Ihre Meinung, ne? Jetzt noch einmal mit Mikrofon für die Kameras mit dazu. Ich nehme es ja nur zur Kenntnis. Zu sagen oder zu entscheiden habe ich ja eh nichts. Und nachdem ich diejenige war, die im Vorfeld diese Irritationen aufgebracht hat, das, was eigentlich in der Bevölkerung diskutiert wird zurzeit, das ist die Gebührensatzung, die eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung steht. Und das sind diese 15 Euro, die jetzt bezahlt werden müssen für die Anlieferung von Grünabfällen auf den Gründeponien. Ich weiß nicht, wie es den Kollegen so geht. Bei mir steht es halt an. Es sind auch Leute hier, die das wissen wollten. Und wenn es dann schon beim Friseur in Dörflers diskutiert wird, dann wird es akut. Und ich denke, das sollten wir heute mal erklären, warum da 15 Euro anfallen, obwohl es gar nicht auf der Tagesordnung jetzt eigentlich steht. Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Hartmann. Es hat im Wesentlichen zwei Gründe. Wir haben von 2010 auf 2011 einen Kostensprung in der Entsorgung von Grünabfällen von um die 150.000 Euro. Und der zweite, bitte? Bei insgesamt rund 500.000 Ausgaben für die komplette Entsorgung der Grünabfälle. Und wir mussten unsere eigene Anlage, Sie wissen ja, wir haben bis Ende 2010 oder bis Mitte 2010, bis Anfang 2010, um es genau zu sagen, auf einer eigenen Anlage kompostiert in der Nähe von St. Mühle. Diese Anlage musste damals verkauft werden an eine Firma, die den Betrieb erweitern will und jetzt auch natürlich aktiv ganz massiv erweitert. Und das will ja jeder eigentlich, das wollen wir ja alle. Und deshalb war der Verkauf meiner Meinung nach damals genau richtig. Aber wir mussten eine Ersatzanlage schaffen und diese Ersatzanlage ist nicht mehr selbst betrieben. Damals, ich muss das ganz ehrlich sagen, konnte diese Anlage in der St. Mühle nebenbei durch unser Personal mit betrieben werden. Nebenbei. Wir haben nie Personal für diese Anlage eingestellt. Jetzt muss diese Anlage 100% bezahlt werden, genauso wie die anderen fünf auch. Und jetzt haben wir sechs privatbetriebene Kompostanlagen. Und wir standen vor der Frage, nehmen wir jetzt 15 Euro bzw. einen Obolus, ich will jetzt gar nicht von 15 Euro sprechen, nehmen wir einen Obolus von denen, die diesen Abfall anliefern, oder kalkulieren wir diesen Obolus in die Müllgebühren ein? Da bin ich ein bisschen Gerechtigkeitsfanatiker, dass man von denen das nehmen muss, die das Material anliefern, denn sonst werden die Nichtgartenbesitzer und die Einkompostierer bestraft. Und deshalb haben wir diese 15 Euro nur von denen genommen, die wirklich anliefern. Und ich denke, wenn man sich die Pflege der Gärten anschaut und weiß, dass jeder, sagen wir mal, 10 bis 15 Mal pro Jahr anliefert, dann ist das pro Anlieferung 1,50 bzw. 1 Euro. Das ist sicherlich nicht so hoch gegriffen. Die Karte bekommt man, um auf die Frage von Herrn Landrat kurz zu antworten, an allen Kompostanlagen, in den Wertstoffen, und auch bei den Landrat zu antworten. Und einzelne Gemeindeverwaltungen wie Nagel, die verkaufen wir auch nicht. Und ab 1. April muss man es bezahlen, ne, wenn ich es richtig verstanden habe. Es ist so, wir sind da nicht päpstlicher als der Papst, das ist wie U-Bahn fahren. Wenn also ab 1. April jemand anliefert und hat die Karte nicht, dann wird er nicht etwas zurückgewiesen. Aber im Jahresverlauf wird er irgendwann mal ertappt und dann muss er eben diese Karte vorweisen. Und im nächsten Jahr wird es dann eine neue Karte geben. Okay. Und die Zusatzfrage, die Anlieferung von Grünabfällen in den Wertstoffhöfen, das stehen ja auch Container, die ist aber weiter kostenlos. Wenn wir das machen, dann wird der Wertstoffhof in Selb und in Dröslau zugefeuert, bis unter das Dach mit Gartenabfällen. Das können wir nicht machen. Wenn wir solche Übungen machen, Frau Hartmann, dann müssen wir es an allen Stellen machen. Und zwar wirklich an allen Stellen,
denn sonst drängt diese Abfälle genau an die Punkte hin, wo nichts verlangt wird. Das funktioniert nicht. Und Sie sehen aber nicht die Gefahr, dass man es dann macht wie im Landkreis Kirchenreuth, man kippt es wieder irgendwo in die Wälder, also man muss es dann überwachen. Im Landkreis Kirchenreuth wurden gezielt Bäume vermietet im Wald, wo Einzelne dann für Geld vom Forst, wo Einzelne dann ihre Gartenabfälle ablagern können. Sie wissen das genau. Die wilden Ablagerungen, die haben wir bis jetzt. Und diese Schmutzfinden, die haben bis jetzt auf der Kompostanlage nicht angeliefert und die werden auch in Zukunft nicht mehr da. Das habe ich hier. Zum gleichen Thema. Kann die Gemeinde so Grüngutkarten anfordern und hinterlegen und wenn sie verkauft sind, dann die wieder weitergehen? Weil in Höchstädt, wir haben da keine Kompostieranlage oder keinen Wertstoffhof. Jetzt kommen die Leute zu mir auf der Gemeinde, jetzt müssen wir extra auf dir sein. Wir wissen nicht, wenn da offen ist. Ist das möglich? Jederzeit. Sie brauchen nur sagen, wie viel Sie wollen. Mhm. Oder wir geben dann 50 und dann muss auch das Geld entsprechend eingezahlt werden. Ja, wirklich. Aber die Grüngutanlieferung muss überall bezahlt werden, auch in Hohenbuch oder Rahmengrün und so auch. Die Gartenabfallkarte muss überall bei jeder Anlieferstelle mitgeführt werden. So ist es eigentlich korrekt. Alles klar, danke. Okay. Weitere Fragen dazu? Merke ich schon, bewegte Gemüter. Also ich habe meinen schon, obwohl ich alle zwei Jahre nur hinfahre, wenn ich mal dazu komme, auszusteigen. Aber dann auch mehr als ein Kubikmeter. Bis jetzt hatten wir ja diese Kubikmetergrenze, die weggefallen ist. Auch nochmal zur Klarstellung, also wer jetzt kommerziell Grünfund anliefert, muss nach wie vor kubikmeterweise bezahlen. Oder Gewicht, je nachdem. Wer privat Grüngut anliefert, muss diese 15 Euro pro Jahr bezahlen. Letztendlich, der Firma hat es auch gesagt, im Prinzip auch nicht aus Gerechtigkeitsgründen, weil derjenige, der keine Fragen hat, der überhaupt kein Grüngut hat, würde diese Kosten, die anfallen für die Kompostierung, letztendlich über die Gebühr dann mitbezahlen. Und dann haben wir gesagt, zumindest der kleine Teilbetrag, das wird bei weitem nicht diese Gesamtkosten für die Kompostierung decken, die 15 Euro, aber ein kleiner Teilbetrag kann man dafür schon nehmen. Gut, dann soweit. Gibt es zu den beiden Tagesordnungspunkten 3 und 4, zu diesen Satzungen entstanden, die Frage, natürlich können wir was dazu sagen zu diesen beiden Vorschlägen, zu den Satzungen. Wenn hier im Kreistag diskutiert wird, wenn hier Ideen kommen, wenn die Änderungswünsche kommen, werden wir das im Verwaltungsrat natürlich mit einbeziehen. Nur wenn jetzt hier keine Änderungswünsche, keine Diskussionen mehr sind, dann werden wir im Verwaltungsrat diese beiden Satzungen, die wir jetzt vorliegen haben, bei Tagesordnungspunkt 3 und 4 so umsetzen. Also möchte keiner mehr was dazu sagen. Gut, dann wissen wir da Bescheid, dann können wir 3 und 4, denke ich, auch so weit. Abschließend, wir haben das zur Kenntnis genommen, wir sehen, wir werden das dann im Verwaltungsrat der nächsten Sitzung im Mai letztendlich endgültig beschließen.